No Country for Old Men. Den schneiden wir aber hoch. So, wie ihr seht, bin ich hier heute mit dem lieben Guido, unser Moderator von der Dutch Ram Convention. Hallo. Genau, und heute geht es darum, dass wir dir mal einen Überblick verschaffen, wie die Driving Experience aussehen wird. Was sagst du denn, erster Eindruck? Mördergelände, würde ich mal sagen. Also wir waren ja eben mit ihm schon ein bisschen unterwegs im leichten Gelände. Unten seht ihr gerade den TRX im etwas schwereren Gelände. Und ich denke mal, so ein Wetter wie heute ist optimal, staubt nicht so. Das ist hier, wie gesagt, die große Area. Nebenan ist die kleinere Area. Aber ich glaube, hier ist auch für alle was dabei, oder? Oh ja. Naja, ich würde mal sagen, du kannst jetzt auch mal ein bisschen fahren. Ich begleite dich jetzt einfach mal. Okay. Na, du suchst ja gleich die richtige Herausforderung. Ja. Also da geht es ganz schön schnell runter. Wollen wir nicht? Ganz schön steil. Warte doch mal. Ja, hier die Paparazzis, wie man sieht. Jetzt schon, ne? Ja, nicht angefangen. Sachen vor. Guido, zufrieden? Jo, Offroad-Test bestanden. Du, wie ist das jetzt eigentlich, wenn wir jetzt diesen Parcours gefahren sind? Ja? Kann ich da mit meinem Auto fahren oder darf ich überhaupt alleine fahren? Oder ist da jemand bei, der mich da führt, wenn ich da jetzt nicht ganz so sicher bin? Und wie ist denn das? Ja, es wird zwei Parcours geben, Stand der Dinge jetzt. Ja, auf der einen Seite ist es halt möglich, dass ich mit einem gestellten Fahrzeug, unter anderem auch ein Ram TRX, da ja mit einem Instructor halt fahren kann. Und auf der anderen Seite ist es halt möglich, mit meinem eigenen Fahrzeug auch anzutreten am Offroad-Gelände. Okay, das ist also wer jetzt, wenn ich jetzt mit einem Ram komme oder auch mit irgendeinem anderen Pickup? American Truck, ja, okay. Genau, ja, dann schaffen die den genau. Auch nicht. Nee, natürlich trotzdem. Ne? Ja. Aber kann ich mit meinem eigenen Fahrzeug, genau, soweit ich mir zutraue, auf dem Gelände fahren? Und wie ist, wenn ich da stecken bleibe? Gibt es da jemanden? Da muss man dann halt 3 Tage warten, bis man dann geborgen werden kann. Nein, es gibt natürlich da Fahrzeuge, die einen da rausziehen können. Unter anderem wahrscheinlich auch alle Rams. Mhm. Aber nein, da gibt es natürlich Profi-Hilfe, die eben da mit dem Radlader rausholen. Okay. Wenn es mal so weit kommen sollte, was wir natürlich nicht glauben. Also sozusagen rundum Sorglospaket für mich als Gast. Absolut. Okay. Ja, Guido, du bist jetzt ja schön auch durchs Park. Such nochmal. Ja, Guido, ich sag mal, für einen Nicht-Offroader, wie du es bist, ne? Mhm. Hast ja jetzt ordentlich schon Gas gegeben im Gelände.
Auf was freust du dich denn jetzt denn am meisten? Also ganz ehrlich, wir denken ja mal, dass es richtig schön warm ist an diesem Wochenende und dass das Wetter mitspielt. Wird wahrscheinlich eine staubige Sache und um sich vielleicht ein bisschen zu erfrischen, wird es ein Wasserbassin geben, wo ihr mit eurem Auto durchfahren könnt. Genau, ist für die Autos zum Baden, ne? Nicht für euch. Genau, für die Offroader halt. Ne? Und ich denke mal, das wird auch sehr gut angenommen werden. Also wie gesagt, ich bin kein Offroader, ich habe es jetzt 10 Minuten gemacht, ich liebe es. Ja. Also ich bin auf jeden Fall dabei, wenn ich eine freie Minute finde, die ich wahrscheinlich nicht finden werde an dem Wochenende. Aber wenn eine freie Minute gibt, würde ich gerne... Ah ja, da drüben ist ja Kollege. Mit dem T-Rex da mal probieren, mal diese Gelände zu erkunden in freier Wildbahn sozusagen. Also macht auf jeden Fall sehr viel Fun und sehr viel Spaß und denkbar ist auch für jeden was. Und wie gesagt, werden Fahrzeuge hochgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Challenger, mit einem Charger oder mit irgendeinem anderen Auto komme. Es gibt Autos, die gestellt werden hier vor Ort. Dann ist allerdings auf dem Beifahrersitz ein Führer mit bei, beziehungsweise ein Instructor, der praktisch euch sagt, bis hierher nicht weiter, ne? Weil es gibt da definitiv auch Ecken, die ich jetzt gesehen habe, die wir jetzt gesehen haben, wo ja. Musst du nicht haben. Ja. Definitiv. Das stimmt. Ja, also auf jeden Fall, komm, lohnt sich, bucht eure Tickets und dann seht ihr uns beide und auf jeden Fall auch viele schöne Wagen. Ja, auf jeden Fall. Kommt also, muss, würde ich sagen. Bis dann.